Wenn wir jetzt unsere Fragen, die ich eingehend erläutert habe, beantwortet haben, dann stellt sich meistens jetzt die Frage, welches Fahrzeug. Und ich versuche mich in diesem Video mal darauf zu konzentrieren, auf einen Kastenwagen. Das heißt, ein Kastenwagen, klassischer Lieferwagen. Von wem gibt es die? Die gibt es von Volkswagen, von Mercedes-Benz, von Ford, von Citroën, von Peugeot, von Ducato, von Fiat und von einigen anderen. Wenn ich weiß, wie hoch, wie lang und wie breit ich den Innenausbau haben will, das heißt, ich beginne eigentlich mit der Planung, mit einem Zettel, Bleistift und Papier oder im Internet mit diversen Zeichenprogrammen, dann weiß ich, was sind ungefähr die Raumanforderungen an mein Fahrzeug. Ich habe ganz gute Erfahrungen damit gemacht, auf die höchste Höhe zu gehen, das heißt zum Beispiel H3 von den verschiedenen Herstellern, weil mir das die Möglichkeit gibt, stehend im Fahrzeug zu sein und dann noch circa 15 bis 20, 25 cm bis zur Decke zu haben. Ja, also es gibt mir den Freiraum, mich in diesem Fahrzeug ganz gut bewegen zu können, ohne dass ich das Gefühl habe, ich stehe immer mit dem Kopf an der Decke an. Zumal, wenn ich eine Dusche einbaue und ich für den Duschuntersockel so 15 cm brauche, dann stehe ich schon vielleicht so in der Dusche drinnen, was auf Dauer wahrscheinlich nicht lustig ist, dann mache ich gleich eine Outdoor-Dusche. Auf jeden Fall die Fahrzeugauswahl, was gibt es zu beachten? Grundsätzlich mal natürlich, wie viel Budget steht mir zur Verfügung? Kann ich einfach ins Geschäft gehen und mir einen neuen kaufen? Oder habe ich angenommen 5.000 Euro, 10.000 Euro, 15.000 Euro für einen gebrauchten Kastenwagen? Das ist so, denke ich, eine realistische Variante. Dann die Frage, muss oder will ich das Fahrzeug typisieren auf Wohnmobil? Dann stellt sich die Frage, nehme ich nicht gleich ein gebrauchtes, schon als Wohnmobil typisiertes Fahrzeug? Das ist ein relativ einfacher Weg, weil dann muss ich zum Beispiel die Nova und die CO2-Strafsteuer nicht nachzahlen, was manchmal durchaus gleich einmal 2.000, 3.000, 4.000 Euro kosten kann. Und von den Fahrzeugen, was ist entscheidend? Okay, einmal natürlich die Abmessungen, Innenraummaße, das heißt, die Länge muss zu meiner Planung passen, die Höhe muss zu meiner Planung passen, die Breite muss zu meiner Planung passen und das höchstzulässige Gesamtgewicht. Sprich, da schaue ich immer drauf, dass ich gleich auf die 300 Tonnen gehe. Das heißt, da habe ich üblicherweise eine Nutzlast von 1,5 Tonnen, weil diese Fahrzeuge rund um 2 Tonnen Eigengewicht haben. Das heißt, da habe ich einen hohen Nutzlastspektrum und also Bereich. Und generell, wenn ich mein Gebrauchtfahrzeug kaufe, das Entscheidende ist aus meiner Sicht, wie ist das Fahrzeug beisammen bezüglich Rost, bezüglich Unterbau, bezüglich Motor, bezüglich Kupplung, Schläuche, Elektronik, ja, also der Gesamtzustand eines Fahrzeugs. Das ist natürlich eine Wissenschaft in sich selbst, das kann ich da jetzt kaum erläutern. Worauf ich immer schaue, ist natürlich Kilometeranzahl, wer hat dieses Fahrzeug vorher gefahren, wie wurde es gewartet, gibt es ein Serviceheft, wie ist der Unterboden, wie ist der Rost. Das ist für mich eines der entscheidenden Dinge, weil wenn ich das Fahrzeug für einen langfristigen Zeitraum mir kaufe, also angenommen für 20, 30 Jahre, was dann im Normalfall oft nicht so ist, aber sagen wir mal, wir kaufen das für 20 Jahre, dann ist das Einzige, was ich am Auto nicht tauschen kann, ist die Karosserie und der Unterboden. Das heißt, dieses Grundgerüst unten und die Holme und die Karosserie an sich, das kann ich nicht tauschen. Ich kann einen Motor tauschen, ich kann eine Kupplung tauschen, ich kann ein Getriebe tauschen, ich kann irgendwelche Lager, irgendwelche Achsen, das kann ich alles tauschen. Aber wenn mir der Unterboden verrostet, wenn mir die Holme innen verrosten, da kann ich eigentlich nichts machen, da kann ich das Auto nur
entweder weiterverkaufen oder ja, verschrotten lassen. Und das wäre eben schade, weil was stecken wir rein? 6.000 bis 10.000 Euro Material und dann noch viel Liebe und Arbeit. Also das wäre schade. Bei der Fahrzeugauswahl, die derzeit breitesten sind der Fiat Ducato, der Citroën Jumper und der Peugeot Boxer. Das sind von der Breite hinten, die haben eine solche Breite, dass man, wenn man es gefinkelt macht, durchaus auch einen Menschen, der, sage ich mal, 1,90, 1,85, 1,90 groß ist, drinnen quer schlafen zu lassen. Ich bin 1,80 und wir haben den Fiat Ducato ausgebaut, Baujahr 2012. Da ist es grundsätzlich kein Problem, auch wenn die seitlichen Wände jetzt nicht ausgenommen sind. Und das ist natürlich schon ein großer Faktor, kann ich quer schlafen oder muss ich längs das Bett bauen? Motorisch würde ich ganz generell, also vom Fahrzeug wäre ich eher bei VW und Mercedes. Allerdings von der Karosserie bin ich eher der Freund von den drei genannten. Die drei genannten haben dieselbe Karosserieform, das heißt, das ist dieselbe Plattform des Fahrzeugs, die tauschen einfach nur den Motor und die Anbauteile. Das heißt, der Ducato, der Jumper und der Boxer sind also relativ baugleich. Auf was ich weiter schauen würde, ist der Motor. Je großhubraumiger und weniger PS der hat, desto langlebiger ist der Motor an sich, das Herzstück des Autos. Aber ich sage mal, in Kombination mit der Elektronik ist es heutzutage sowieso schwierig, weil die Motoren wurden über die Zeit nicht besser. Aus meiner Sicht die langlebigsten Motoren sind die Mercedes-Motoren aus den 70er, 80er, 90er Jahren. Dann wurde es auch bei Mercedes schlechter. Und wenn man sich jetzt einen großhubraumigen Motor vorstellt, also ab 2,5 Liter, das hatte VW, das hatte Ducato, also Fiat, also das haben ja einige Hersteller. Da ist Mercedes nicht allein. Und wenn ich mir ein Fahrzeug aussuche, das wirklich tipptopp beieinander ist, aus den 70er, 80er, 90er Jahren, dann hatten diese Fahrzeuge noch sehr wenig Elektronik drinnen. Und je weniger Elektronik, oder je weniger technische Spielereien, technische Annehmlichkeiten, die wir oft gar nicht brauchen, desto weniger kann auch kaputt gehen, ganz einfach. Und ich merke halt schon, dass die heutigen Fahrzeuge, so angenehm es manchmal ist, diesen Komfort zu haben, fast schon eines PKWs, die sind halt, ja, also manchmal hat man das Gefühl, es leuchtet immer irgendein Lamperl, irgendwas piepst immer, ja, weil die Elektronik auch manchmal einfach buggy ist. Natürlich hilft auch in vielen Bereichen, weil der misst zum Beispiel, ob jetzt die Bremsbeläge abgefahren sind, den Reifendruck etc. Also hilft schon, ja, will nicht verteufeln, aber wenn ich es mir aussuchen könnte, würde ich ein Fahrzeug nehmen, das wirklich tipptopp beieinander ist, das aus den, ich sage mal, späten 70er, 80ern kommt, das einen großen Motor hat, das vom Rost wirklich absolut in Ordnung ist, das eine Hohlraumversiegelung drinnen hat, wo der Rost am Unterboden gut geschützt ist, aber nicht eben verdeckt, sondern gut geschützt, weil es sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Und ja, so ein Fahrzeug würde ich aussuchen. Und wenn man das nicht kriegt, weil das war bei meiner Fahrzeugsuche eigentlich auch so, ich wollte so ein Fahrzeug, ich wollte einen alten Mercedes und die waren aber in dem guten Zustand fast unleistbar. Und ich habe mir dann einen Opel Movano gekauft, einen L4 H3, also 6,5 Meter lang und relativ hoch und bin damit eigentlich auch sehr zufrieden. Ja, also Baujahr 2012, hat gekostet 12.000 Euro circa und bin damit sehr zufrieden eigentlich. Es gibt immer wieder Reparaturen bei Autos, das ist eigentlich fast egal, wie alt sie sind und
in welchem Zustand sie sind. Das heißt, es gibt laufende Wartungsarbeiten, da braucht man sich keine Illusion hingeben. Manchmal hat man ein bisschen mehr Glück bei einem Fahrzeug, manchmal ein bisschen weniger, manchmal steckt man ein bisschen mehr rein, manchmal ein bisschen weniger. Aber im Grunde, ja, also eine solide Basis für unseren Umbau zu finden, ist gar nicht so einfach. Man wird sehen, man hat sehr viele Variablen, sehr viele Möglichkeiten. Ja, und irgendwann wird man wohl sagen, okay, das ist jetzt das Fahrzeug, das nehme ich. Das ist in einem guten Zustand, auch wenn es vielleicht 3-4 Jahre für eine Firma verwendet wurde. Genau. Was gibt es zur Fahrzeugwahl noch zu sagen? Oftmals ist das Fahrzeug noch nicht in dem Zustand, wo ich es sofort ausbauen kann. Dann muss ich es unter Anführungszeichen sanieren, sprich eine Rostbehandlung und die Anbauteile drinnen, also zum Beispiel im Kastenwagen, rausnehmen und sanieren. Was muss ich da machen? Es ist günstig, das einmal generell komplett zu entkernen. Vom Innenraum, im Außenbereich, am Unterboden, idealerweise mit einem Trockeneis vom Schmutz befreien, sodass ich einmal sehe, was habe ich da eigentlich. Idealerweise muss ich das natürlich schon vor dem Kauf beurteilen können, aber man hat immer irgendwelche Stellen, die nicht perfekt beisammen sind und die muss ich eben dann sanieren. Rostbehandlung ist ein eigenes Thema, auf das würde ich später zu sprechen kommen. Im Innenbereich kann man nur so viel sagen, einmal alles generell entkernen, alles freilegen, vom Schmutz befreien, von irgendwelchen öligen Beschichtungen befreien und dann eventuell offensichtlich sichtbare Schäden nachlackieren. Und ja, und dann kann es eigentlich mit dem Innenausbau beginnen. Das ist aber dann ein weiteres Video.